zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla mit mir, dem Alex Hoideri. Das sag ich. Wir haben ja hier momentan noch die Aufgabe, dass wir eben den Imposter, kann man sagen, hier herausfinden. Und da müssen wir so ein bisschen im Dorf umhören. Wir können natürlich jetzt schon eine Entscheidung treffen, aber ehrlich gesagt habe ich noch keine richtige Tendenz zu jemandem. Und so können wir uns noch umhören. Proviant ist voll. Und dann schauen wir mal, was die hier noch sagen, die Leute. Hey, die wird nicht viel sagen, ich komme nicht in die Haus rein. Kommen wir da rein? Oh, grüß dich. Wer ist er? Na, das ist doch Birren, oder? Sieht nicht aus wie der Sonnenschein, den ich kenne. Bedrückt dich etwas? Es gibt ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Was geschah in der Nacht des Überfalls? Alles war friedlich. Eine schöne Nacht, mit Nebel und allem. Plötzlich kamen die Sachsen von überall. Und Soma brüllte wie ein riesiger Bär. Als sie zum Rückzug rief, liefen wir zu den Langschiffen, um uns im Sumpf neu zu sammeln. Es war ein Hinterhalt, nicht mehr und nicht weniger. Du warst Schmugglerin. Manche sagen, du seist nicht vertrauenswürdig. Und Wasser ist nass. Große Überraschung. Ich erkenne Gelegenheiten und nutze sie. Bislang kam das Soma zugute. Sie weiß, wer ich bin und was ich war. Und sie vertraut mir. Wer könnte besser zwischen einem Witz und der Wahrheit unterscheiden? Es muss schmerzen, jemandem zu dienen, den du so sehr liebst und der dich nicht zurückliebt. An manchen Tagen tut es sehr weh. Dann muss ich mit der Hand auf mein Herz drücken, damit es mir nicht die Brust zerreißt. Jemand aus der Stadt hat die Sachsen durch den Langhaustunnel geführt. Wo warst du, als der Kampf losging? Ich war mit meinen Kriegern im Langhaus trinken. Als die Sachsen kamen, kämpfte ich. Ich hätte niemandem den Tunnel zeigen können. Ich war die ganze Zeit unter Leuten. Ja, das ist true. Ich bin nicht edelmütig, er ist nur ein Wort für mich. Aber zum ersten Mal frage ich mich, was die bessere Entscheidung wäre. An deinen Ellbogen bleiben und lächeln, mit einem Dorn in meiner Brust, oder von dir vorzugehen und mir diesen Stachel aus dem Fleisch ziehen. Ich werde bleiben, aber nur so lange, wie du mich brauchst. Hat sie vor zu gehen? Diese Taschen gehören Birna, gepackt für eine lange Reise. Ich glaube, die haut ab. Aber die haut nicht ab, weil sie eben was gemacht hat, oder? Da hinten ist es. Schiffsbau? Nein, ich weiß nicht. Eivor, welche Überraschung. Ich frage mich. Die Vision, die du von dir und Soma hattest, wie deutest du sie? Eine bohrende Frage. Ich glaube, dass Soma mich zu etwas Großem führen wird. Wie schwer es auch sein mag. Dass sie mit meinem Schicksal verbunden ist. Ja, weil er da was den anderen umgebracht hat, ne? Warum warst du dem Tod nahe, als Soma dich fand? Ich verließ meinen Clan wegen der Visionen. Sonst weiß ich nicht viel. Die heiligen Pflanzen hatten meine Erinnerung vernebelt. Aber ja, mich dürstete nach mehr. Abhängig. Vielleicht verstehst du es nicht. Aber Soma schon. Sie weiß, dass die Götter einen Plan für mich haben, der jedes Wagnis rechtfertigt. Hast du etwas Verdächtiges bemerkt, als der Überfall begann? Ja. Eine Welle von Sachsen, die wie von Geisterhand im Herzen von Grantabrück erschien. Verdächtig wie ein Aal mit Flügeln. Ich habe ununterbrochen gekämpft, von einer Nacht bis zur nächsten. Das Ende hast du selbst gesehen. Fast hätten mich die Wölfe erwischt. Okay. Ich versuche herauszufinden, wer Soma an die Sachsen verraten hat. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich wünschte, ich könnte helfen.
In der Nacht des Überfalls war ich an der Küste, in Gedanken versunken. Ich war allein in jener Nacht. Und bis die Sachsen kamen, ist mir nichts aufgefallen. Ich hoffe, das genügt dir. Okay, er war alleine. Sie war drinnen und hat mit ihr getrunken. Das habe ich dem irgendwie geklaut. Schauen, was hier noch steht. Deutung von Galiens Vision. Eine sich selbst zehrende Schlange auf ihrem Schild. Löwe auf seinem Banner. Der Berg. Es können sich nicht zwei auf seiner Spitze halten. Einer muss fallen. Aha. Momentan bin ich hier eben bei ihm. War gerade hier, bei ihr waren wir auch schon. Da waren wir. Das ist er. Und da in die Richtung. Wo ist der andere? Da ist ihr Haus, da muss es. Ja, also. Live habe ich nämlich auch noch schon ein bisschen im Blick. Kann ich da mit Ihnen auch reden? Ist vor dem Überfall auf Granterbrück irgendetwas Eigenartiges geschehen? Ich sah, wie zwei Sachsen an der Stadt vorbeiritten, während ich Wache schob. Einer in Richtung Kloster in Meldeburne, der andere zum Lager in Utbetsch. Ich hielt sie verboten. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil sie nicht zu uns wollten. Aha. Aber die Hinweise bringen mir auch nichts, oder? Also hier an sich. Ich war vorhin da drin, bei ihr, genau. Dann ist der andere hier, live. Ja, live, bevor ich zu dir komme, gehe ich nochmal kurz da hoch. Da ist was drinnen. Das will ich haben. Oder ich gehe doch durch dein Haus durch. Okay, wie komme ich denn da hin? Was steht hier? Das Inventar. 4 Rollen Segeltuch, 6 Fässer rote Farbe, 7 Fässer blaue Farbe, 4 Fässer gelbe Farbe. Wenn ich den ostfränkischen Händler runterhandeln kann, sonst 2 Fässer. So, man hat die Mittel umverteilt. Schon wieder, warum, kann ich mir nicht vorstellen. Werde hart fahren müssen, um mehr zu erhalten. Mhm. Was ist jetzt schon wieder? Was war das jetzt hier? Achso. Ein paar Grundstücke noch. Ja, weg hier. Ich will das da oben haben. Hallo. Da rein. Stark. Weg, runter, da ist ein Reittier. Und das ist live, oder lief's? Sieht aus, als fehlte dir der Wind in den Segeln. Was ist los? Ich habe mich gefragt. Du sagtest, du könntest Somas Befehle oft nicht nachvollziehen. Das stimmt. Dennoch befolge ich sie. Das ist meine Pflicht, meinem Clan und meiner Jarlskona gegenüber. Die Ehre eines Mannes beruht auf seinen Taten, nicht seinen Gedanken. Vor dem Überfall wurde deine gelbe Farbe gestohlen? Ja. Und gelbe Farbe ist schwer anzurühren oder zu beschaffen. Ich war außer mir wegen des Diebstahls. Wie fühltest du dich, als Gudrum Soma und nicht dich zum Statthalter von Granterbrück ernannte? Wenn Ehrbarkeit einfach wäre, gäbe es keine schlechten Menschen. Ja, diesen Posten hätte ich auch gewollt. Aber ich bin vor allem ein Ehrenmann. Was denkst du, hat sich in der Nacht des Überfalls abgespielt? Ich habe in der Schiffswerkstatt gearbeitet. Plötzlich brach mitten in der Stadt ein Feuer aus und Soma befahl den Rückzug. Okay, also er war auch nicht dabei. Leif, irgendjemand hat den Sachsen den Langhaustunnel gezeigt. Wo warst du, als der Überfall begann? Und was hast du gemacht? Als es losging, war ich in meiner Werkstatt und dekorierte ein Segel für unsere Verbündeten in Grimsby.
ohne meine gelbe Farbe. Und als Homer den Rückzug befahl, wurde bereits mitten in der Stadt gekämpft. Ich war nicht mal in der Nähe des Tunnels. Ganz und gar nicht. So, jetzt ist eine Sache, ne? Es ist wichtig, das mit der gelben Farbe ist extrem oft hervorgekommen. Ist das gelbe Farbe hier? Das ist einfach anderes Holz, oder? Ja. War halt geschnitzt. Was man auch noch machen kann, ist das, dass jemand, dass sie gesagt haben, du kannst, oder? Steht doch hier auch im Zoom. Ne, hier, Inventar, hier Quests. Ach, erstattet so einen Bericht. Suche nach. In Granterbrück nach Hinweisen. Suche im Sumpfgebiet nach Hinweisen. Das ist nämlich das nächste. Im freaking Sumpfgebiet. Was will der denn? Ja. Suchst du was Bestimmtes? Ah, Lohe! Im Besitz? Ich hab nen Wolf? Sonst nichts? Nee, passt alles. Das ist die Reiterausbildung. Du kannst dein Reittier ausbilden lassen, um neue Fähigkeiten freizuschalten und das Reittier zu verbessern. Schwimmen lernen. Ausdauer und Gesundheit. War's das? Ja, das war's. Das war's, danke dir. Wir sehen uns später. Wie kann ich denn mein Reittier ändern? Hallo und willkommen. Was ist das hier? Ausgerüstet? Ausgerüstet. Hast du schon alles gesehen? Nee, ich bin fertig. Danke dir. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Jawohl! Das ist es hier. Das ist geil. Da unten. Ja gut, dass ich mich nicht mehr rausgeritten bin. Aber ich hab Wolf. Ich glaube, dass ich das durch das Berserker dazu bekommen habe. Da hoch. Ja, hey. Wer nimmt denn schon die Leiter bei sowas? Ja. Beruhig dich mal. Weg mit dir. Ach so, mit Ziel loslassen, okay. Jetzt die Frage. Also ich tendiere momentan echt zu dem einen, der was da oben das falsch gemacht hat. Aber ich töte sonst den Falschen. Aber im Grunde ist das so. Sie ist für mich safe. Er war gefangen und er war alleine. Ja? Also ich bin dann schon eher... Kann ich noch mit dir reden? Vielleicht bringen ja die neuen Sachen, was ich geklärt habe, nochmal was. Hast du in Granterbrück Schier genügend Hinweise gefunden? Bist du bereit, den Verräter zu benennen? Äh.
Birne hat in der Nacht des Angriffs für eine lange Reise gepackt. Glaubst du, sie wollte uns verlassen? Auf jeden Fall hat sie sich auf die Abreise vorbereitet. Das ist das nächste, ja? Nicht zurück, ich weiß ja, 5. Leaf sagt, er habe während des Überfalls in seiner Werkstatt gearbeitet. Die Schiffswerkstatt ist gut einsehbar und weit vom Tunneleingang entfernt. So kann er die Sachsen nicht in die Stadt geführt haben. Garlin hat niemanden, der bezeugen könnte, wo er sich in der Nacht des Überfalls aufhielt. Garlin ist ein komischer Mann, aber er ist kein Kind. Er braucht keine ständige Überwachung. Ja. Ich glaube, wir haben genügend Beweise. Du warst sehr gründlich. Wer ist der Verräter? Glaub Garlin. Garlin hat dich verraten. Bist du dir sicher? Ich weiß es nicht. Birne hat nur gepackt, weil... Also sie war hier und sie hat nur gepackt, weil sie mich von ihr weg wollte, nicht wegen dem Angriff. Das wird das Schwerste, was ich je tun musste. Bleib bei mir, Eivor. Ich brauche dich. Ich würde senden. Bin jetzt gespannt. Wie gedenkst du damit umzugehen? Wie es eine Jarlskona muss. Meine Familie, mein engster Kreis. Heute sorgen wir dafür, dass das, was uns widerfuhr, nicht noch einmal geschieht. Wir beenden Wiegmunds Leben. Doch nicht alle von uns. Denn man überlebt den Winter nicht mit einer Ratte in der Vorratskammer. Garlin. Du hast mich verraten, Garlin. Das habe ich nicht. Du bist der Grund, warum ich atme. Du musst mich zu meinem Schicksal führen. Du musst mich zum Gipfel des Sieges bringen. Verwische nicht die Wirklichkeit mit den Geschichten, die du dir einredest. Ich habe keine Zeichen deines Schicksals gesehen. Doch ich sah, wie meine Leute abgeschlachtet wurden, die Stadt verwüstet wurde und deine Besessenheit uns Zerstörung brachte. Wie konntest du dein Schicksal, dein Streben wichtiger nehmen als uns alle? Er glaubte zu sehr ans Schicksal und zu wenig an uns. Bringt ihn fort. Ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe. Fühlt sich an, als hätte ich mir einen Arm ausgerissen. Wiegmund verdient den Tod. Aber ihn zu töten, wird deine Familie nicht wieder vereinen. Glaubst du, das wüsste ich nicht? Es geht um die, die mir folgen. Wer sich mir anschließt, leistet einen Eid. Und wer ihn bricht, muss leiden. Wir schlagen am Rand der Insel Ilge unser Lager auf. Triff uns dort. Sie trägt die Bürde der Verantwortung auf der einen Schulter, die Liebe ihrer Leute auf der anderen. Dieser Verlust brachte sie aus dem Gleichgewicht. Es wird Jahre dauern, die Verbindung zu ihren Leuten zu heilen. Und doch ist sie von einer Last befreit, erleichtert. Sie ist eine Anführerin, keine Freundin, Eivor. Ihr Fehler war, dass sie dachte, sie könnte beides sein. Glaubst du, du kannst mit mir mithalten? Was will er? Sei mal... Ging ihn ein bisschen zufen oder was? Willst du dich mit mir messen? Klar. Sind wir schneller runter als ich, dann gewinnst du. Na gut. Willst du die Wette eingehen? Dann leg dein Silber auf das Fass. Ja, komm. Das lohnt sich. Hoch die Hörner. Komm. Komm!
Du schwitzt ja. Er ist aber auch gut dabei. Bisschen habe ich vor. Nein, bisschen habe ich Vorsprung. Kennt sich schon alles? Scheißen! Ja, ja, what, das war knapp, Alter, ich hätte am Ende keinen Ding holen können. Puh. Keine Fehler mehr machen dürfen. Okay, ich muss mit Soma sammeln. Ich weiß nicht, wo wir hier müssen, aber auf jeden Fall dahinter. Das heißt, wir reiten los. Bin mir gespannt, ob wir das noch ein bisschen, ob ich jetzt da richtig gelegen habe. Und wenn ich nicht richtig gelegen bin. Aber wenn ich nicht richtig gelegen wäre, dass sie mir erklärt hätten. Also, ob dann irgendwas aufgekommen wäre. Erstmal gegen Ding drauf. Ja, darf ich überhaupt reiten? Ich habe gerade getrunken. Darüber. Also im Grunde will ich dahin. Ich kann wie viele Dinger hier sitzen. Also im Grunde da lang. Und dann geht's los. Und wenn ich jetzt nicht richtig liegen bin, bin ich gespannt, ob sie es mir erklären. Also ob das dann aufkommt, wenn ich eben hier einen Herrn da beiseite schaff, sag ich mal. Aber es ist schon cool mit dem Wolf hier. Was ist los? Ein bisschen Geld auch gemacht, 200. Schön. Und jetzt darüber. Weiß ich, das ist normalste überhaupt, wenn da so ein Typ kommt mit ein bisschen Wolf. Ah, die Sache kann ich auch irgendwann mal holen. Ja, der Stärke 90 da. Nee. Weg mit euch. Ja, weg. Das ist nicht gut, aber ich hab da ich hab doch jetzt gerade hier beim Orden was dazu bekommen. Ah, okay, das ist einfach der Typ hier, aber der ist halt 90 da. Da will ich ja nichts machen. Quests habe ich die hier und ich habe Fertigkeit bekommen. Beziehungsweise, die wollte ich machen, ne? Also, dahin. Und die hier. Also es wird schon extrem viel fertigkeitmäßig, aber man bekommt da extrem, extrem schnell. Fertigkeiten, aber ich will die eben gesagt größere Gegner auch. Also mit höheren Stufen auch machen. Habe ich den gerade Leben abgezogen, weil ich eben drüber geritten bin? Jetzt bezahlst du für deine Sünden! Stark. Gut macht sie das, ganz stark. Die Rache ist unser! Wo kommt er denn alle her? Wieso kann ich eigentlich nicht schießen? Da hoch. Da hoch.
Komm. Dann sind wir in Griechenland oder was? Schaut echt ein bisschen aus wie Griechenland hier. Wenn wir den Punkt haben, scheiße, müssen wir dahinter dann. So, jetzt schauen wir mal. Schön wieder ein Wegpunkt gesetzt. Jetzt wollen wir mal schauen, ist da. Mal zeigt sie was an, das ist das hier. Da ist was zu holen. Da gibt es überall noch schön was zu holen. Rüstung, hier Fässer, also Vorräte. Aber das hier will ich holen. Aha. Wenn man beim Wolf auch angreifen würde, das wäre auch cool. Hä? Was ist hier drüben, Dränger? Hey, du hast, da, Fremder. Du hast eine Axt im Kopf übrigens. Ich spüre einen leichten Schmerz. Siehst du etwas an meinem Kopf? Vielleicht einen Ausschlag oder Schnitt, der einfach nicht heilt? Hä? Sieht aus wie eine Kampfwunde. Ah, das dachte ich mir. Es muss von meiner letzten Schlacht stammen. Bin mir nicht ganz sicher. Den anderen sehen. Den hat's schlimmer erwischt. Du hast eine Axt. Du hast eine Axt. Das kann durchaus sein, ja. Wenn er kopflos ist. Meine Arme sind vom Kampf taub. Ist ein Verband nötig? Glaubst du, es ist eine ernste Wunde? Ich sag's dir. Guter Dränger. Du hast deine Axt in deinem Kopf. Es ist übel. Ich werde sie rausziehen, aber du wirst sicher bald in die nächste Welt gehen. Ach, Walhall soll es sein. Ich weiß, deine ehrliche Antwort zu schätzen. Ich bereite mich also auf die Eindrücke der Totenhalle vor. Ich werde dir den Schmerz nehmen und dich über Bifrost schicken. Es ist Zeit. Weißt du, nicht weit von hier ist eine Methalle. Lass uns doch dort in unseren größten Siegen schwelgen. All deine Feinde sind erschlagen. Du kannst zufrieden sein. Na. Im Kopf behalten, aha. Mit euch. Plündern. Tragen. Weg mit dir und einsammeln. Was ist das? Artefakt. Das war eh das, was ich hier gesucht habe, ne? Also nicht gesucht habe. Aber ja. Bruder. Puklik, wir haben deine Anfrage erhalten, allesamt. Doch zurzeit sehen wir keinen Anlass, einer Ausgrabung zuzustimmen. Ungeachtet dessen, was auch immer du unter dieser römischen Ruine vermutest. Wenn du Zeit hast, besuche mich bitte im Kloster. Ich sorge mich um dein Wohlgehen. Wir haben ein römisches Artefakt bekommen. Komm. Wolf. Ah. Wie komme ich denn darüber?
Plündern wir mal. Da ist eine Truhe. Und da vorne ist auch was Goldenes gewesen. Ich würde auf jeden Fall das dann noch abschließen jetzt hier. Da ist was. Da ist es. Geht's wieder hoch. Dann schauen wir das mal in diesen Feldherrn oder was auch immer das von was für ein Titel hat. Dass wir den holen. Und zwar müssen wir da rüber. Ein bisschen driften. Darum. Schön. Angelandet oder keine Ahnung, wie das heißt. Und dann haben wir hier ein paar Leute. Bin ich mit meinen eigenen Leuten auch da oder sind das nur ihre? Ich glaube, es sind nur ihre. Die verräterische Ratte ist jetzt in Hill und wird sich vor den verlorenen Seelen der Toten rechtfertigen müssen. Oh. Küche ist voll. Dann geht's los. Eivor, du bist immer noch an meiner Seite. Das vergesse ich dir nie. Wir alle brauchen jemanden in dunklen Zeiten. Und jetzt holen wir uns Wigmunds Kopf. Gut. Beim ersten Anzeichen von Ärger stoßen meine Leute dazu. Gut. Er hat sich in das Kloster auf der Insel zurückgezogen. Da sind Menge, ist Menge Gold. Kloster der Insel, Elge. Ja. Da drinnen. Machen wir mal. Ciao. Dass ich so bald wie möglich Leute bekomme. Ich kann ihn riechen. Ich hoffe, er mag die Aussicht. Es ist das Letzte, was er je sehen wird. Eivor, Blitze zucken mir durchs Blut. Ich höre die Stimmen meiner abgeschlachteten Leute und sie. Ja, jetzt beruhigt ihn mal. Wir haben hier. Dieses Kloster wird er nicht lebend verlassen. Gesicht verdecken. Das ist natürlich gut, was ich da gemacht habe. Schmeck die Brücke Pfeil! Wigmund! Ich will sehen, wie du deinen Lebensfunken aufhauchst! War natürlich jetzt gut, was ich da gemacht habe. Was willst du tun? Alte Hunde sterben langsam, Wigmund! Stell dich deinem Schicksal! Kommt er denn her? Meiner Klinge dürstet es nach deinem Leben, Wigmund! Also kann man ihn schon machen. Vorne chillt auch jemand. Ah, ich dachte, es ist andersrum. Weg mit dem Weg so. Okay, das mit dem Silent sein muss ich noch ein bisschen lernen. Sagte er. Komm.
Gefallen gedacht. Okay, ich dachte, wer hatte mich jetzt automatisch bemerkt? Da ist doch auch einer, ne? Mach deinen letzten Atemzug. Sehr gut. So. Das ist nämlich das eine. Sehen die mich jetzt immer? Also wissen jetzt, dass ich da bin, so im Sinne? Lauter Schätze, aber ich brauche Hilfe. Um mit deiner Besatzung auf den Abzug zu gehen. Achso, weil das auch ein Kloster ist, ne? Schätze! Ah, okay. Weg mit dir! Konter und dann so ein Angriff ist nice, sowas zu machen. Da will ich aber rein. Hier gibt es jede Menge Beute. Zusammen mit der Mannschaft könnten wir alles aufs Schiff verladen. In die Schlacht! Komm! Gibt es viel zu plündern? Kriegst du einen Pfeil in den Rücken? Du hast es so gewollt! Weg von euch! Der ist da hinten eingesperrt gewesen, würde ich sagen. Ich brauche hier mal Hilfe! Da ist eine Vorlage von. Wir kommen halt! Vorräte, so heißt es jetzt. Aber ihr. Der ist doch immer noch da. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, dass ich zu meinen Mates gesagt habe, die sollen noch kommen. Weiß ich jetzt echt nicht. Aber da oben kämpfen noch Leute. Wo ist er denn? Bleibt wachsam, hört ihr? Da sind schon noch einige Leute drin. Aha! Da sind echt einige Leute drin. Krieg ist voll. Wegmund. Bestimmt hat er sich irgendwo im Kloster verkrochen. Nicht täuschen! Richtet euch nach mir! Ah, ich hab einen. Weg mit dir! Da, du hast den Speer wieder. Ich brauche ihn nicht unbedingt. Benutze den Kopf. Oh, Pfeil habe ich jetzt nicht gebraucht, so wie ich das sehe, oder? Er scheint echt da drin zu sein. Komm mal kurz her! Also ich brauche so und so, kann ich das nicht alles komplett silence machen immer. Also. Hallo, wo ist denn der nächste? Irgendwer kommt doch gerade. Kommt jetzt einer und hilft mir? Aber da hinten noch der noch da war. Und er noch da ist. Okay. Oder kann, ach, aber brech mich auf. Ich brauche hier drüben Hilfe. Komm hin! Jawohl. Achtsam, wir schaffen das! Du wirst elend sterben, du Arsch! Weg mit dir! Du kannst mich nicht töten, Soma! Nicht wirklich! Denn was ich bin, ist unsterblich! Hör auf zu plappern und stirb! Ja, ich. Erstmal dein Mädchen machen. Der und jetzt. Weg. Komm, greif mich an, dann kann ich die wenigstens machen. Schön. Hab ich gut gemacht. Ich will ja nicht, dass meine Leute nicht sterben.
Okay. Tod bestätigen. Hallo. 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 Wieso geht denn jetzt nicht? Jetzt. Boah, das ist immer ganz schön, ganz schön. Super gern, super gern. Haltet ihn auf! Den Halt! Den Wikinger! Stoppt ihn! Die sind dann alle weg, ne? Er will mich auslassen. Mich aus euren Köpfen verbannen. So kämpft doch für mich! Sterbt für mich! Sterbt für mich! So bittet man aber nicht um Aufopferung. Ihr Leben für deines. Ist das das, was du willst? Ihre Leben sind unbedeutend. Kein Land, kein Reichtum, kein Titel. Aber mein Name lebt weiter. Der Ruhm eines guten Menschen stirbt nie. Doch dein Name taugt bald nur noch zum Fluch. So sei es. Zu Lebzeiten verlieh mir mein Reichtum Macht. Im Tode mit meinem Namen zu fluchen, verleiht mir nur noch mehr. Mag ich auch sterben. Mein Orden lebt woanders weiter, überall. Fügt euch! Gebt uns, was uns zusteht. Den Handel, den Reichtum, das Vermächtnis, alles! Tja. Fügt euch, fügt euch, fügt euch! Falls es eure Hölle wirklich gibt, freut es mich, dass du sie bald sehen wirst. Jetzt haben wir wieder so ein Orden, oder wie heißt Odin ist immer auf meiner Seite, ne? Oder an meiner Seite vor allem auch. Wir sollten zum Lager zurück, ehe ich hier hier alles niederbrennt. In Zukunft muss ich... Ja, das würde... Ich werde auf jeden Fall. Neu gebaut und los, neu brauche hier Hilfe. Aber Vertrauen wir es auf den Boden? Herzustellen dauert länger. Dafür hast du in mir und meinem Clan neue Verbündete, Soma. Das Ende des Sturms ist schon in Sicht. Das stimmt. Ich weiß, dass du recht hast, nur. Hey, Eivor! Es ist schwer, dieses Ende zu sehen, wenn man noch im Auge des Sturms steht. Was passiert da gerade? Komm mal kurz her. Hey, ich schaffe das nicht allein. Brauchen wir noch einen dritten Mann, oder wie schaut's aus? Ich brauche Hilfe! Wieso geht der nicht auf? Hallo? Jetzt haben wir es. Ich glaube, da gab es einen kleinen Bug gerade. Was? Rohmaterialien? Das heißt, wir können unser Ding wieder aufbauen, schön. Wir haben hier noch ein bisschen mehr und da unten sind alles auch noch was. Also wir haben da hinten... Ich bin gerade verwirrt. Unter mir. Wie komme ich denn unter mich? Ich bin ganz voll. Ah. Stimmt, da war eine Treppe. Da muss ich ein Haus von irgendwie durchs Haus da unten. Kirche auch nicht. Noch weiter runter. Okay, hier ist noch mehr. Das ist belastend, dass hier auch noch ein Gitter hinter ist.
Aufbrechen. Hey, hierher! Komm rein! Wie kommst du denn da rein? Gute Beute! Verschwinden! Aber vor allem, wenn wir eh schon hier sind. Aufzug abgeschlossen. Nee. Ich hab noch für mich selber noch ein paar. Da unten drinnen. Und ich glaube noch zwei andere Sachen. Genau hier. Also eine Sache. Jetzt kommt da noch irgendwo. Genau. Hier gleich in der Nähe. Können wir danach richtig schön. Das Lager ist da unten gewesen, ne? Irgendwo. Ja, ist nicht fertig. Aber ich will hier unter die Kirche oder das Kloster, keine Ahnung, was. Also Kloster ist das Allgemeine, oder? Da will ich drunter. Weil hier ist doch. Da ist auch was. Also ich weiß nicht, wie ich da runter reinkomme. Aha. Ja. Das ist jetzt ein bisschen bescheuert, aber dass ich da irgendwie nicht weiß, dass ich da runterkomme. Ah, da waren wir schon drin, ne? Grüße dich. Über den Brunnen? Nee. Ja, der hat auch keinen Bock auf mich, glaube ich. Aber, ach, er hat, genau, hier gibt es die Treppe dazu. Ja, als wo ich es umgestellt habe, drücke ich die ganze Zeit immer anders, also ausweichen und irgendwo tauscht. Ich will da runter, hallo. Da runter. Wo muss ich denn hin, genau? Da rein. Das hier, wunderbar. Da komme ich hoch. Jetzt aber. Buch aufnehmen. Schutzflug der Valkyria oder so. Der Valkyria. Steige in die Luft auf und schmettere auf den Gegner herab. Mal drei setzen. Inventar, ja gut, ich habe einiges gesammelt, ist klar, dass ich was im Inventar habe. Codex. Gegner, was für ein Gegner? Also, Verteidiger, aha, sag mal mit Schild. Komme ich irgendwie anders raus? Ach so, du kannst mir helfen, aber hier anders rein auch nicht, das geht nicht, nee. Dann gehe ich noch dahin. Ach, ich muss mich so rein ins Lager. Und danach habe ich hoffentlich eine Verbündete. Und dann. Dann geht's weiter. Dann kann ich zum nächsten. Da kann ich dann wieder zu meinem Bruder. Der ist nämlich zu einem der Söhne oder zu den Söhnen Ragnar Lothbrok unterwegs gewesen. Jetzt in dem Haus drin. Ne?
Ach, sie verfolgt die ganze Zeit. Dann wird sie in unser Lager. Madame. Ich weiß nicht, wenn ich mir so Referenzen nehme von Kronk oder so. Also ich sehe ja, ich schaue es mir nicht an, das wäre Schwachsinn. Aber so von den Folgen hier. Ich glaube, sie sind kürzer. Aber er sind nicht viel Anwälte wie ich. Aber er macht es halt auch einiges geiler wie ich. Hätte ich das wöchentlich kommt. Also jetzt, also wo ich aufnehme, ist so. Wahrscheinlich ist es schon anders, da wenn ich es heraus habe, dann ist der Krank wahrscheinlich schon durch. Und das ist jetzt, keine Ahnung, Folge 9 oder 10. Du warst mein Licht in der Dunkelheit. Galin zu entlarven, mal schauen. Den Verrat bloßzustellen, hat wie ein stiller Schrecken Besitz von mir ergriffen. Ein solcher Verrat ist schon eine Art von Tod. Galin hat sich selbst getötet. Das stimmt. Und ich fühle mich erleichtert. Eine Last wurde mir genommen, doch mein Herz bleibt verletzt zurück. Ach, wo wir gerade sprechen, Eivor, fällt mir ein, das hier ist für dich. Nimm ihn als Zeichen meines Danks, meines Respekts und meines Vertrauens. Mein Heer gehört dir, wenn du es brauchst. Gut. Ja, als Kona Soma. Ich danke dir zutiefst. Und es gibt noch etwas. Als wir den Angriff planten, nahm Birna mich zur Seite. Wir haben uns auf etwas geeinigt. Am besten erzählt sie es dir selbst. Auf bald, Eivor vom Rabenclan. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Grantabrück wieder. Ist sicher, sicher. Bin ich gespannt, was jetzt da noch rauskommt. Birna, du hast heute einen großen Sieg errungen. Stell dich nicht in meinen Schatten, Dränge. Deine Klinge war die vorderste. Du bist wahrlich eine Naturgewalt. Wir haben alle hart gekämpft. Und nun gehört Grantabrück wieder euch. Ihr habt euer Zuhause zurück. Ach, bald wimmelt es dort nur so vor Händlern, Priestern und Gräven. Und der ganze schmuddelige Charme ist dahin. Und außerdem, da es keinen Platz für mich in Somas Herzen gibt, ist mein Zuhause ohnehin längst lautlos niedergebrannt. Für sie sind Grantabrück und die Menschen darin das Wichtigste. Das ist edel und etwas, das meine Fähigkeiten übersteigt. Deshalb habe ich entschieden, mich anderswo nützlich zu machen. Bei dir, in deinem Clan. Du willst im Rabenclan leben? Und mit euch segeln und plündern, wenn ihr mich wollt. Und sieh mich an! Wer würde das nicht? Du bist herzlich willkommen, Dränger. Ein Balsam für meine Ohren. Da musst du aber zusendern. Gepackt. Nee, passt. Was jetzt so meine Frage ist, wenn jetzt ich sie umgebracht hätte, was wäre dann gewesen? Ist er anderes wirklich gewesen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Fertigkeiten habe ich. Also werde ich wahrscheinlich gleich anzeigen. Aber ich gesagt hier und hier. Das war eh geplant. Mache ich jetzt schon wieder zwei? Ne, sind die zwei, was ich gerade verteilt habe. Questmäßig habe ich natürlich jetzt fertig. Und ja. Als nächstes muss ich natürlich weitermachen. Entweder wir machen weiter mit dem, dass wir dann hin zu meinem Bruder reisen, oder weil es mir aufkommen ist, es gibt die Berserker-Mission noch. Die wäre nämlich auch noch eine Möglichkeit, die zu machen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir werden auf jeden Fall dann zurückreisen. Oder wir reisen gleich zurück. Wir reisen gleich zurück. Nach Haventorf, oder wie es heißt, ich glaube Haventorf. Komm.
War nicht schon lange immer zurück. Ich glaube, 3 Folgen so waren wir jetzt außerhalb von der Heimat. Wir werden uns sicher schon vermissen. Du warst schon keine 3 Folgen mehr da. Oh. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Das machen wir auf jeden Fall nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, positiv werden. Nicht vergessen, schaut bei den anderen Projekten vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao.